Wir stehen hier im Zieleinlauf der Piste im Ochsengarten und werden in Kürze das Skirennen der Volksschule Stockmoll und Zlan hier starten und hoffen, dass die Läufer alle gut ins Ziel kommen. Wir haben da die Organisatoren vom Elternverein der Volksschule Zlan, die Edith Mösler, und von der Volksschule in Stockmoll, die Claudia Granitzer. Ich darf mich da bei dieser Gelegenheit gleich recht herzlich für die Unterstützung bedanken. Ja, der Wettergott ist uns gnädig, die Piste ist bestens präpariert, die Vorbereitung durch den WSV Drautal, Unterdrautal, ist bestens erfolgt. Ich darf da den Herrn Scherzer recht herzlichen Dank aussprechen. Er hat die Kurssetzung vorgenommen und die Pistensicherung, und der Herr Eder ist für die Zeitnehmung und als Rennleiter hier verantwortlich, und wir hoffen, dass wir ein positives Rennen heute abwickeln können. Ja, ja, wir haben heute den Skitag gemeinsam mit der Volksschule Stockmoll, der vom Elternverein und von der Schule ordentlich vorbereitet worden ist. Um 9:30 war die Startnummernausgabe, um 10 ist dann der Start, und wir hoffen auf ein unfallfreies, flottes Rennen. Ja, der Startnummer ist am Start. Sehr gut. So, dann muss man los. Also, wir haben ihn schon geplant, die Nala ist unterwegs, aber er zum Nala aus der ersten Schulstufe. Wir haben ja Probleme gehabt, dass er beim letzten Tor nicht ordentlich durchkommen, aber das ist jetzt nebensächlich. Wichtig ist, dass man durchkommen. Kein Vorzug. Die Nala hat als unterwegs. Ich bin unterwegs, geht die ersten Fahrrad recht vorsichtig an, obwohl sie gestern noch ordentlich trainiert hat, dann haben wir jetzt die Fahrt auf. Eine sehr direkte Linie, vielleicht etwas zu aufrecht. Also den Helm habe ich noch nicht. Das schaut so nach Österreich aus ein bisschen. Jawohl, und jetzt müssen wir gleich übergeben, es tut, der Matthias. So, und am Start schon gestartet die erste Läuferin aus Stockmoll. Die erste Läuferin vom Skiclub Lösel, die Marlena Müller. Sie hat heute unter dem Hauptsponsor Skifahrt Müller. Und sie hat den Lichtschattenwechsel gut gemeistert, ist gut unterwegs. Von uns hat der Kreisler gehört, sie hat ja heute ein Heimrennen, weil sie aus der Lehre zu den letzten Wappen fleißig trainiert hat. Wer sagt's denn? Unglaublich schnell, und jetzt noch ein Schneeflug mit der Verlehrerin am Start, in Melina Strauß aus der ersten Stufe, macht sich bereit. Das ist die großgewachsene Läuferin aus Zibel. Geht schon los, vorsichtig in das erste Tor, und schauen wir mal. Da dürft sich hier noch ein bisschen anfeuern. So, okay. Die Strecke hat sie zurückgelassen. Ich glaube nicht, dass sie sie vergessen hat, aber kleinere Kinder fahren ohne Material, ich meine ohne überflüssigen Material, noch besser. Jawohl, die Schüsse sind gewachsen, sie kommt schon zum vorletzten Tor. Melina ausgezeichnet, und geradeaus, geradeaus, weiter, weiter, weiter. Und das Ziel, auch mit einer sehr, sehr beachtlichen Zeit. Und am Start die Leonie Saga. Fugo Dorschperle auf der Hoverde. Eine sehr berechtigte, vorsichtige Läuferin. Wir sind am letzten Tag so richtig an Genuss und an eine Liebe für Skifahren bekommen hat. Die Skier sind gut hergerichtet. Oh, jetzt haben vielleicht ausgehört, und zum Schub, müssen zum Opa hinwinken. Da ist der Papa, wenn ich recht sehe. Okay, so viel Zeit muss sein. Ein Gottflug ist unterwegs. Und so geht's wieder weiter. So, jetzt hat einen Abstecher zu den Fans durch das rote Tor. Leonie kam aus. Leonie kam aus. Ausgezeichnet. Sie hat es geschafft. Bis auf den kleinen Ausrutscher. Leonie ist im Ziel. Und jetzt kommt ihre Freundin, die Walter Julia. Genau, schon unterwegs, leicht zu erkennen im rosa Anzug. Die großgewachsene Läuferin aus Zlan, auch ohne Stöcke.
Sie wird schon wissen, warum. Ja, auch ganz, ganz schneidig unterwegs. Einen exzellenten Schneepflug der Pläfele, falls es zu schnell wird. Wichtig ist, dass man durchkommt, die olympische Disziplin, oberste Gebot. Zumal auf der ersten Schulstufe mit der Nummer 6, ich sehe gerade, dann kommen noch zwei Läuferinnen, das sieht dann der erste Gebot aus. Macht euch das rote Tor, fast geradeaus und kommt zu. Ausgezeichnet, ich übergebe. Und es geht Schlag auf Schlag. Alles andere als ein österreichischer Sieg wäre heute durchaus eine Überraschung. Am Start oder bereits gestartet Celine Ronacher, die zweite Läuferin vom Skiclub Mosel. Es hat jetzt etwas wechselnde Lichtverhältnisse. Doch, der Kontrast ist wieder etwas flott unterwegs. Sie fährt heute auch mit dem nächsten prominenten Stoß an. Der Kapitastor-Kempel Ronacher aus Mosel. Also Mosel ist ja stark mit dem Hauptstoß, aber sie hat das Rennen hinter sich. Applaus für diese Team. Ganz kurz vielleicht, alle Kinder, die das Rennen fertig absolviert haben, genießen eine Leberkäse-Semmel gratis zur Stärkung. So, wir sind bei der letzten Läuferin der Gruppe 1, Weltmeisterin auf der Schulstufe, die Frias. Madeleine, schon unterwegs. Aber wir müssen noch nach dem Rennen mit meinen Kollegen mal reden und schauen, ob wir vielleicht auch etwas mit einem Sportverein oder einem Sponsor machen können. Weil bis dato bin ich von den Leistungen der Dame in der Stockhunger wirklich überrascht, aber die Madeleine ist gut drin, sie ist schon verwunden. Und die 10 Minuten ausgeteilte Zeit, Madeleine Rotschwitze. Und gleich geht es noch weiter, wir sind bei der Abend der ersten Schulstufe. Der André Luther, moderiert, ist schon gestartet. Ja, da hat er Schritte mitgenommen. Er hat schon eine höhere Spielklasse zu, sozusagen, aus dem mittleren Teil. Ja, das ist geschieht oder nicht, aber die jetzt relativ weg vom Tor, aber jetzt ein paar Meter noch. Eine sehr solide Fahrt. Jetzt kommt wahrscheinlich der Notbegleiter für Matthias. Bitte. Hat am Anfang etwas für Verwirrung bei mir gesorgt. Ich sollte selbst am Start stehen, aber nein, es ist der Junior Matthias Granitzer, erste Klasse Stockholm ins Rennen gegangen. Wir haben heute extra noch die Ski gewachselt. Ich hoffe, wir haben sie nicht verwachselt, aber es schaut sehr sicher aus. Den Lichtschattenwechsel gut gemeistert. In der zweiten Hälfte des Kurses kann man nicht mehr viel schief gehen. Dann in die Hocke zum Schluss. Und das Ziel. Bravo, Matthias. Der nächste aus Stockholm ist der Raphael Fankhauser. Konzentriert am Start, einen dynamischen Start hingelegt und schubt noch mit beiden Stufen fest an. Also der legt Zeit drauf an, der will es genau wissen. Wo ist der Fanclub aus Stockholm, die Anforderungen? Das ist ein bisschen zu unschwierig. Die Schatten auch solide gemeistert. Der Trainingsraum in Stockholm, der Massamann ist ja leider nicht benutzt dafür. Die Zeit Trainingsraum. Großartig gemacht. Hold up, Raphael, das war eine ausgezeichnete Fahrt. Wirklich, wirklich ganz, ganz toll. So, jetzt kommen aber wieder ein paar Läuferinnen aus der Volksschule Zlan und am Start Manuel Roth. Sehr schön. Ich habe auf die Uhr geschaut, das ist schon im unteren Drittel. Manuel. Eine ganz tolle Fahrt, ein paar Meter läuft gerade aus. Und der Schauspieler, der Schauspieler sieht, der Weiße hat eine ausgezeichnete Zeit geschätzt. Es ist einmal so um die 25 Sekunden, das war nicht so schlecht. So, Manuel, du bist im Ziel. Der Sebastian, dein Freund und Klassenkamerad, wird versuchen, deine Zeit zu unterbieten. Oder Sebastian am Start. Das Sohn von Alexandra. Ja, und der hat da wirklich Zeit. Auch nicht schlecht. Ich habe mitbekommen, dass er sehr aufgeregt war, gestern noch am Abend. Und aber das Training hat sich ausgezahlt. Ganz elegant und ganz sicher. Ja, der Schwerpunkt und das Tippelmeter natürlich ein Ziel. Ausgezeichnet. Und die Nummer 13 ist in dem Fall alles andere als eine Unglückszahl. So. Nummer 14 ist am Start, die ist ja schon gestartet.
unser Marc Kucher. Aus der Siedlung Süd. Auch ohne Strecke, gell? Ich meine, eine Regel gibt, aber es gibt ja auch keine Fehler, aber das ist auch sehr, 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 sehr schön. Dann nutzt sie da. Geradeaus, geradeaus, das tut zu. Er ist, glaube ich, sehr zufrieden mit seiner Leistung. Der stark ist. Der hat. So, und ins Rennen gegangen. Der erste Athlet vom Skiclub und auch im Schulkumpel Hartmut Capella. Ein dynamischer Fahrstil, ein schneller Ski. Er hatte wahrscheinlich, ist einer von denen, die meisten Trainingskilometer schon in den Oberschenkeln haben. Bitte um einen Applaus für die letzten Meter zum Hartmut. Hartmut über die Runde und das Ziel. Eine Schubserlange, das macht nicht Freude hatte. So, und der Schreiberling wird jetzt Gott, da muss man genau aufpassen, jetzt ist nämlich sein Sohn Alexander am Start. Alexander Pöbel, auch der erste Schulstufe, ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er heute sich da vorgedrängt hat. Ja, was liegt, das pickt. So, Alexander, du bist mit mir ein guter Radfahrer, du guckst auch mit den drei Begriffen nicht zurecht. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. 24, 76. Oh. Das wird ein enges Rennen. Aber der nächste Alexander am Start in der ersten Klasse Nummer 3, der Herr Lehrer und der Primit und der Gasser. Alexander Wasser am Start. Das ist der Alexander Jüngerkamps trainieren über die Weihnachten. Wahrscheinlich, aber die Sturmkamps habe ich vergessen. Ob das nicht ein kleiner Nachteil ist, jetzt in Fotofinish sozusagen. Aber Alexander Rotspitze, da gibt es noch das eine Klasse. Alexander, wir sind mit der Gruppe 2 fertig, also die Knaben der ersten Schulstufe sind im Ziel. Wir kommen dann zu den Mädchen der zweiten Schulstufe und ich sehe schon, die müssen weitergehen, die Lauer ist unterwegs. Matthias, Schmidt, ich darf noch ein paar Sätze sagen. Wir wünschen Herrn Laura nachfolgend alles Gute zum Geburtstag. Vor ein paar Tagen Geburtstag gefeiert mit einer großen Party in der gesamten Schule. Oh, Laura, das Rennen ist hinter dir. Zum Stil und Rennen, was ich sagen kann, aber du hast es geschafft. Ja, unglaublich. So nach unten. Eine gute Zeit, wie ich so vernehmen konnte, mit der Nummer 19, also das zweite Mädchen von dieser Gruppe, das ist auch derzeit eine Favoritin. Für den ersten Platz in dieser Gruppe, das ist die Florentina Kleier. Sie hat heute einen ganzen Feldblock mit von ganz hoch bis ganz Alkowitz. Oh, das ist schon wieder die Gruppen heute. Ja, unglaublich, ich bin immer schneller. Das ist die letzte Woche. Kann ich es verschicken? Ah, da können sich die Tummen oder so abschneiden. Florentina, ausgezeichnet. Aber auch die Feline. Die Tochter von Michael und von der Fabienne. Den Opa hat es gerade früher gesehen. Danke, Fahrerin. Schieb am Feuer mit den Kühlern nicht so hoch, aber ich staune, die freue mich, wie Platz da hingeht. Und das ist ja Ski aufgekommen, um eine Geschwindigkeit zu integrieren. Und jetzt noch ein paar Meter und dann die Zuhörer für eine ausgezeichnete Zeit. Okay. Ja, die Startnummer wird dann abgegeben. Die Kinder kriegen dann etwas zum Essen. Ich glaube, Wurstzimmer hat eine gute Idee. Mittlerweile ist die die Julia Haller ist auch schon unterwegs, die hat rechtzeitig noch zum Rennen wieder ganz gesund geworden ist. Die war ja vor zwei, drei Wochen noch ein bisschen außer Gefecht. Das ist jetzt so wichtig, die Bitte nicht, dass sie im Ziel ist. Und dann ist der Herr gestartet. Den Christoph hat sich hier dahinten. Wo ist denn? Die letzte taktischen Entscheidungen getroffen hat. Wir sind jetzt haben wir mal ein Foto, schau! Machen laut! Wo ist es denn? Ja, du jetzt nicht! Ja, das ist schön.
Hier bei Lichtschattenwechsel machen den Läuferinnen und Läufern mehr zu schaffen. Hier bei der Zwischenzeit am letzten Ausgang. Und auch die Spuren sind schon relativ tief. Das heißt, die besseren Fahrer werden natürlich auch hier bei der Gewinnerin. Wenn er etwas spürt, wird er sich die Zeit sollte auf jeden Fall passen. Okay, und den Ziel. So, jetzt sind noch, glaube ich, vier Läuferinnen aus der dritten Schulstufe am Start. Die Stefanie, Sabrina, die Viktoria und zum Schluss die Rebecca Bübler. So, Stefanie, Backmaß, gehen wir sagen, aus. Die fährt jetzt nicht. Ah, hat es ein bisschen ausgedreht. So, und jetzt rein in den Sonnenbereich. Gut gewachsen, die ist hier dann nicht aufwendig langsamer. Stefanie, das bleibt da gerade aus. So, Sabrina Mösler. Tochter von der Edith und von Stefan, die war auch ein bisschen krank die letzte Woche, aber sie ist wieder rechtzeitig gesund geworden. Ich hoffe, das hat nichts mehr mit dem Rennen was zu tun. Sie sind auf und unterwegs, man sieht es, eine couragierte, eine flotte, eine sichere Läuferin. Die Stimme und die Chöre von blau nach rot und rot nach blau, die schon erholt wird, das Publikum. Der Applaus, Tochter. Sie schauen immer so zu mir, ob es mir gepasst hat. Okay, und im Ziel Sabrina Mösler mit einer guten Zeit. So, zwei Mädchen aus dieser Gruppe sind doch am Start. Lisa, das ist richtig. Carlo von Victoria, genau, die Schwester von der Marie. Victoria hat ja das jetzt, glaube ich, Sieg oder Siegerin. Ich bin so stark ausgehen wird, das weiß ich nicht. Oder wie war auch krank, soll keine Entschuldigung sein, aber da soll es auch ein bisschen berücksichtigen. Sie fährt aus, dann sind zwei, drei Tore, Victoria. Und, ja, das ist schon lange her, und sind stolz auf deine Fahrt. Unter 30, also unter einer halben Minute, das ist ja nicht so schlimm. So, die letzte Läuferin dieser Gruppe. Die Tochter vom Alfred, der seit jetzt aufgestanden hat, um in der Küche alles herzurichten. Anruf ist noch keiner gekommen. Die letzte Läuferin, wie gesagt, in der Gruppe 5 und dann kommen gleich die Knaben, schon nicht so viel am Start. Ja, gibt jetzt auch eher auf Nummer 7 an. Das hast du wieder notwendig gehabt, gell? So, jetzt kommt schon der Bruder, der Dadi. Das ist der Dadi. Ich soll auch noch kurz sagen, dass die Kinder, wenn sie herunter sind, nicht nur ihre Datumen abgeben, sie können sich auch noch eine Säle drin beim Buffet und das Buffet holen. Und nicht zu lange warten, bis dann alle sozusagen das Buffet stürmen. So, Dadi. Hopp, over, hopp, jetzt geht das. Viel besser auf jeden Fall wieder Armin, wie heißt er? Arnold Frasch. Der hat mich verhört. Der hat versucht, den Staubsauger zu machen. Der Versuch ist eh schon super. Ich werde es nicht sein. Auswertung der Laufzeiten ist erfolgt. Die Plätze. Noch etwas wollte ich darauf hinweisen. Wir haben heute als Gemeindevertretung den Herrn Vizebürgermeister Annikofer Josef für die Überreichung der Medaillen
Den darf ich bitte auch zu mir bitten. Okay, gut, und dann können wir gleich mit der Siegerehrung starten. Gut, ich möchte mich noch einmal in aller Form bei den Eltern, dem Elternverein, bei allen Helfern, bei den Kollegen für die Zusammenarbeit und für das reibungslose Abwickeln des Events des Jahres bedanken. Wir schreiten jetzt zur Siegerehrung. Die Katrin hat mir das dreimal gesagt, ich möchte darauf hinweisen, dass morgen um 17 Uhr im Gemeindehaus, sprich im Keller, das erste Mal der Jugend- und Kinderchor zusammenkommt. Ist das richtig? Alle Kinder sind allerherzlich dazu eingeladen. Also morgen um 17 Uhr. Okay, dann wollen wir starten. Ja, vorne hat er schon Spaß. So wie wir angefangen haben, so wollen wir dann aufhören. Die Kinder der ersten Gruppe, sprich die Mädchen der ersten Schulstufe, kommen als erster dran. Ich rufe euch auf, ihr kommt mal zu mir heraus. Die Frau Lehrerin wird euch dann die Medaillen umhängen, beziehungsweise der Hose. Und dabei behilft es euch, es gibt dann noch einen tollen Buchpreis, den es am Wochenende schon ein bisschen schmücken. Da wird noch ein bisschen Zeit für ein Foto. Dann kommt noch der nächste Buch dran. Es darf dann zu mir herauskommen die Leonie Sager aus der ersten Schulstufe und immerhin den 8. Platz erreicht. Komm her zu mir. Komm her, Herr Leonie. So, so, ja. Kommst du hier? Komm her, Herr Leonie. So, da steht der Name drauf mit der Platzierung. 7. Platz. Hier war gleich hinter dir, glaube ich, im Rennen. Julia Walder, auch ganz. Julia, komm her zu mir. Da kannst du noch ein Buch aussuchen. Na, machen wir gleich. Zeit genug wird man das nicht gleich machen. So, machen wir gleich. Kommt's gleich her. Seid ihr ein bisschen beschäftigt? Euer Liebling sucht für euch aus inzwischen. Julia, schau, dass deine Urkunde, die kannst du auch zuerst nehmen. Schau. So, Melina Strauß, du stehst als nächstes auf der Liste. Du hast den hervorragenden Gesetz. Jetzt kommt eine Urkunde und ein Buch inzwischen. Nala, du bist das nächste dran. Oberherzog Nala, 4. Platz. Jetzt ist nicht so schwer. Raus. Wir machen noch ein Foto und jetzt ist Elena Radstetter, 5. Platz. Und eine größte 5. So. Der dritte Platz geht. Das sind die Färbigen aus der Nachbarschule. Der vierte Platz. Jawohl. Dritter Platz von den Mädchen der ersten Schulstufe. Den hat belegt die Selin Ronacher. Okay. Ist die Madeleine, ist die Madeleine. Madeleine ist erst mal die Zweite. Sie ist Madeleine, 2. Platz. Wer hätte das gemacht? Wie schön. Zweiter Platz. Noch ein Stück für dich. So, der erste Platz geht auch noch Stockholm, wenn ich das richtig zugeordnet. Susanne. Erster Platz für den Mädchen der ersten Schulstufe, Marlene. So, die erste Gruppe hat man gesagt, dann kommen die Buben. 9. Platz, Marc Kuka. Marc, schau, kommt zu mir, komm her. Ja, das ist ja Zeit der Zug. Ich lasse ihn, sorry.
weiter zu. Das ist eine gute Entscheidung. Siebter Platz, Alexander. Welcher Alexander? Der Gas Alexander. Zu mir bitte. Siebter Platz. Gratuliere. So tolle Bilder der Lehrer hat. Wo sind Sie, wenn wir ein Foto machen? Alexander bleibt da. Wir machen noch ein Foto. So, sechster Platz. Wir gehen nach Zlan. Mein Nachbar, mein Direktor, Roa Sebastian. Modeste Lüber und André Luca macht sich bereit. Wo ist er denn? Wo steht er? Ja, ich fixe das. Gratulation. Gehen da vorne auf den fünften Platz. Und nicht schlecht. Frau Lehrerin, jetzt bist du wieder dran. Susanne, glaub jetzt kommen. Ja, schauen wir mal. In der Ruhe. Vierter Platz, glaube ich. Der vierte Platz bei den Knaben der ersten Schulstufe geht an Raphael Fankhauser. Auf dem achten Platz haben wir vergessen. Matthias Graniter ist ganz sicher und super ins Ziel gekommen. Gratuliere, Matthias. Und an dritter Stelle bei den Knaben der ersten Schulstufe ist Hartmut Capella gelandet. So, die ersten beiden Plätze gehen nach Zlan, der nächste Alexander. Du darfst aufsteigen, ja? Alexander Brümel, zweiter Platz. So, viele Spiele haben wir nicht mehr zu Hause, weil wir waren da noch am Start. Wo ist er denn? Manuel, wo ist er denn? Ja, schauen wir, was wir für dich haben. Erster Platz. Dann oben, Spitze. Gratuliere. Erster Platz, Manuel Roth mit einem Wetterlexikon ausgestattet. Begibt er sich gleich dort in schwierige, erregende Höhen. Dort stehen ein paar Fotos. In der zweiten Schulstufe ganz langsam bereit. Da sind sie. Da hinten. So, ein paar Fotos für die Gemeindezeit und das Album. Bitte. Bitte, Herr Mutter, Herr Mutter. Aber bitte einen guten Platz für unsere Läufer und Läuferinnen. Wir kommen zur nächsten Gruppe, das ist die Gruppe. Das ist die Gruppe in der zweiten Schulstufe. Also hauptsächlich meine Kinder aus meiner Klasse. Die Julia schreit mich schon an. Ich glaube, die weiß schon, dass ich am Park komme. Siebenter Platz. Hier kommt er heraus. Und das ist die erste Maschine. Du, Julia, was ist denn? Bitte rausschauen. Jana! Das mitnehmen. Julia. Am sechsten Platz bei den Mädchen der zweiten Schulstufe ist Laura Rauter.
So, Jana, komm gleich mit. fünfter Platz. Fünfter Platz? Jana Borschek. Gratuliere. Gut, von den Hügeln aus. Und wo ist sie denn? Magdalena Lava. Magdalena Lava. Wo ist sie? Magdalena, komm mal her. Vierter Platz, Lava Magdalena. Gratulation. So, nur ganz knapp geschlagen von der Kabas Philin. Philin, gratuliere, dritter Platz. Und ein Platz am Stockheil. Ausgezeichnet. Und dann Kabas, dritter Platz. Jetzt wird's knapp. Zwei sind noch im Rennen. Wer könnte das sein? Und hinten sind sie irgendwo. Julia. Ja, stimmt, das ist richtig. Hallo, Frau Marie. Zeit. Hallo. Der höchste Rang ist noch frei. Da darf ich dann auf die Treppe hinaufbegeben. Valentina, was gibt's? Komm, zeig doch, was es gibt. Komm mal vorbei. Erster Platz, klar. Und auch der erste Platz. Eine Urkunde des Wohnmobils gesehen hat. Gratulation an den Kindern. Das geht sehr gut. Jetzt noch die Bohren. Bravo. So, okay, dann kommen wir mal nach oben. So, letzter Platz. In dem Fall ist das natürlich ein kategorischer Platz. Einer Tor ausgelassen hat, aber dass du so gut Skifahren kommst, wie die meisten anderen, die heruntergekommen sind. Das ist nicht Zacharias. Und daraus, du kriegst so dafür als erster deinen Preis. Und da hat Zacharias, geh zu mir. Da ist er. Aber der kommt mit Fassung. Denk an dieses Ding. Das kann ich nicht kriegen. Das hat ein ganz gutes Jahr. Meine Urkunde wäre ein guter Verzwistel mehr. An der Karakater. Ui, da wird halt das Licht lang rennen im großen Weg. So, das lässt sich gut sondern. Jetzt kommt noch gleich dein Freund, der Ruf Maximilian. Für uns der Platz. Gratuliere. So, da gibt es deine Preise. Urkunde. So, der erste Oberhauter. Wo ist er denn? Leo, der Erste. Wo ist er denn? Hey, Leo, komm her, du kriegst was von uns. Vierter Platz, ganz knapp an der Treppe vorbei, aber nächstes Jahr haben wir die Chance, es auszuprobieren. Vierter Platz, schön, komm mal. Eine Urkunde, ich glaube, das Fragezeichen hat ausgesucht, sieht das? Ja, genau, boah. Das hat sich ausgezeichnet. So, jetzt kommen wir zu den Sonnenplätzen, müssen wir schauen. Alexander Rukowitz, dritter Platz. Ganz, ganz toll. Ja. Ja, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Tobias. Hier ist Tobias. Du siehst das schon. Schau mal. Ja, ist das. So, was ist denn da? Josef, der wievielte Geburtstag, der? Achter Geburtstag, erster Platz, eine Goldmedaille, ein tolles, tolles Bild. So, Stütze. Und das?